Willkommen zu einer ganz neuen Folge. Ach, ey, Schnauze, Christian, das fliegst du hinaus. Wir begrüßen ganz herzlich unseren Ostwind, den Svenner, mit Level 11 und mit dabei diesmal Phoenix Davo, unser Christian, Level 6. Und ich natürlich, meine Wenigkeit, Victim of Games, der Hani. Ja, ich muss leider erstmal was beichten. Ich war letztes Mal auf dem Achsauer kurz drauf, wollte ein bisschen Rohstoffe fahren, dass wir eben halt in den Aufnahmen ein bisschen mehr zur Verfügung haben. Ist leider durch ein dummes Missgeschick. Der August gestorben, so ein Triceratops hat ihn erledigt. Und ja, das muss ich irgendwie bei Sven wieder gut machen. Ja, wie willst du das denn wieder gut machen? Ja, ne, ich verband dich vom Server. Okay, alles klar. Tschö! Nee, wir holen dafür viel besseres Tier, viel bessere Tiere ran. Wir machen das. Das passiert, wir werden eh noch, viele Tiere werden hier sterben. Das gehört dazu. Arg ist total erbarmungslos. Das ist eben halt arg schlecht gelaufen. Und ja. Das ist arg scheiße gelaufen. So. Aber naja, das ist gut, das kann ich jetzt nicht mehr ändern. Ich hab schon wieder Leder einstecken. Leder! Komm, wir gucken mal zu der Schildkröte darüber, ob wir die gleich mal kalt machen können. Leder haben jetzt auch erstmal wieder ein bisschen was vorrätig, Meister. Wir haben schon 170 Leder drin. Oh, das ist schön. Oh, Level 60. Ja. Warum einfach mal hingekackt und dann fällt das Tier von alleine um. So, ja, also wir werden uns jetzt vornehmen, dass wir so schnell wie möglich eigentlich Level steigen, um eigentlich auch gute Dinos zu tamen. Christian ist da in der Hinsicht schon ein richtiger Experte, weil er hat schon, glaube ich, auf sein Steam-Konto bei Art, glaube ich, knapp 400 Stunden, oder? So? Jo, ich habe schon ein bisschen Erfahrung gehabt. Ich habe schon eine Zeit noch gespielt, jetzt ein bisschen Pause gemacht. Ja, wenn man Langeweile hat. Ja, wenn man keine Freunde hat, dann würde ich auch hier noch schon fahren. Ich muss das mal ansprechen. Ja, tut mir leid. Wie gesagt, also ihr seht die Folge zwar später, aber der Christian, unser Phoenix Dago, der streamt, wo wir aber gleichzeitig aufnehmen. Und ja, also wir können nur empfehlen, wenn ihr Bock habt, die Streams anzugucken, geht bei Christian drauf. Und wenn ihr Bock habt, dann die Videos wieder nochmal zu schauen, die sind entweder bei den Ostern vorhanden oder bei mir auf dem Victim of Games Kanal. Jo, genau, bei mir könnt ihr es live angucken und zwar auf twitch.tv/phoenixdago. Wow, Alter! Oh, voll aus Not gezaubert, der Mist, gell? Oh toll, und der tiefe Steinbein ist kaputt. Können wir mal am Arsch lecken. Wir Feuerstein. So. Wir sammeln mal hier ein bisschen. Ich hätte unbedingt gerne. Ich brauche Nakrobären ohne Ende. Ja. Also, wenn wir jetzt echt einen Triceratops sehen wollen. Also, da kriegen wir den Sattel auf Level 20. Und mit dem Triceratops kann man richtig, richtig gut Bären sammeln. Also, wenn du dann auf den Reiter. Was ist das für einer? Der mit den drei Hörnern. Ach, der Große hier, den wir neulich kalt machen wollten vor der Hütte. Ja, und so war das eben halt in der Nichtaufnahme. Und der hat sich da festgebackt gehabt. Und ja, leider ist da irgendwie ein bisschen was schiefgelaufen. Und hat sich doch befreit. Und dann auch die Steine, die fliegen wir so weit. Unser August. Naja, wir werden ihn in guter Erinnerung behalten. Wir haben noch nicht viel mit denen gemacht. Er war halt da. Es war unser August. Ja, kommt immer wieder nächstes Jahr wieder neues August. Ich hatte so viel vor. Ja, ich konnte dir jetzt irgendwie ein bisschen an die Backen schmieren. Ja. So, okay, dann tun wir gleich mal hier noch den Steinball wieder hier und Steinpicken wieder mal reparieren. Oh, Nakrobären! Ich hab geschissen. Ja, ich hab's gehört. Ich dreh auf den Sound, der ist so herrlich. Da könnte ich jedes, den feier ich jedes Mal. Also Leute, wenn ihr auch dazu kommt, bitte mit anderen Rohstoffen noch farmen, gell? Das wäre sehr nett. Hier auch ein bisschen Zeug zur Verfügung. Was brauchst du denn? Fasern? Nee, Fasern, die ganze Tiere nachschieben, Alter. Das ist, die gehen mir langsam echt voll auf den Sack. Dumpe, ey. Ich bin jetzt erstmal echt so, ich würde sagen, so ein bisschen Bären. Da drüben ist so einer, den du zähmen willst. Oh, warte, ich komm. Guck mal, was dein Level da hat. Je niedriger, desto besser für den Anfang. Das dauert nicht so lange. 20! Was? Ja. Kann man nehmen. Was willst du boxen jetzt? Na klar! Nee, Alter! Ich bin Steinschleuder. Steinschleuder. Hast du eine einstecken? Nee, bau mal. Du hast die Dingsbums. Den Blueprint hast du freigeschaltet. Achso, ja.
Da packe ich mir gleich mal hier ein paar Steine ein. 55 Steine. Was fehlt denn? Oh, scheiße, ein Leder brauche ich dafür. Ja, da komm hier hoch, hier oben ist genug. Ich will nicht erst wieder weg, nicht, dass der dann weg ist hier. So. Warte, dann geh ich hin, bau du die drei Steinschleudern und ich guck, wo bist du, wo ist der? Wo seid ihr? Ich kann nur zwei bauen, was fehlt dann, oder? Huselt denn hier rum? Ein bisschen bergauf. Und zwar da, wo ich dir gezeigt habe, wo diese Metallsteine sind. So, warte, ich brauche mal. Alter, wo sind der jetzt hin? Was? Warum ist denn hier Angriffsmusik? Ach, du wirst. Ach, du Scheiße. Ach, und ich brauche Wasser. Ach nee, ich habe blaue Bären. Hey, hier läuft doch schon wieder was bei uns. Weibliches? Kommst du mal her? Ich würde dir hier die Steinschleuder geben. Wo bist du? Komm, ich komm. Wo? Da. Ja, wo seid denn ihr? Ich werfe gleich zum Hitler. Dort, wo ich dir gezeigt habe, wo es diese Metallsteine gibt. Wo ein Affe? Hier? Ach, Affe hier, hab ich noch nie gesehen. Hier gar nicht. Level 9, den kann ich auch tame, oder? Ja. Gib mir mal einen Stein, ich schalte schnell hier. Ben. Warte. Bewusstlos, wo bist denn du? Hier. So, hier, warte. Boys, ein paar Meter weiter oben gibt es Raptoren. Also careful. Scheiße, ich muss noch mal schnell zum... Du, was denn jetzt? Gib doch mal den Mist auf. Wieso kann ich denn... Ich kann nicht in den Affe sein Inventar. Muss mal schnell runter zum Wasser. Das fällt mir auch gerade ein. Und zwar... Autsch. Du hast mich gerade geschlagen. Entschuldigung. Und zwar gibt's hier, inklusive den Affen, die gehen zu 10 mit der sogenannten gewaltlosen C-Methode. Und zwar muss er den. Oh, da kommt er auch vor. Alter! Ich komm nicht weg! Oh. Alter, zwei Stück und tschüss! Lass mich zerlegt. Seid ihr tot? Seid ihr alle zwei tot? Jo! Einer war Level 4 und einer Level 6. Sind's denn? Ja, da drüben sehe ich sie. Ja, das sehe ich sie. Hallo. Boah, was für Viecher. Alter, hier, guck mal, Level 6. Ein Parasaurus. Mein Parasaurus. Ach, wieder sammeln, Alter. Und nichts mehr. Ja, aber das sind doch die blöden Viecher. Die hetzen wir jetzt auf den Triceratops. Ah, nee, da ist eine Schildkröte. Die ist Level 60. Das ist ja nicht schlimm. Der hat gerade den einen Raptor gekillt. Okay, dann gucke ich mal darüber. Ach nee, hier ist er. Scheiße. Ja, warte, er kommt. Jetzt greifen sie gegenseitig an. Warte, jetzt kommen wir hier. Ja, ich komm mal mit. Ich meine, müsste ja hier auch irgendwo liegen. Wo waren das? Da ist der Affe. Müssen. Hä? So, den Raptor mitgekillt. Shit. Shit, wo waren das? Wo hat mich das Vieh. Steinschleuder ausrüsten. Bein. Was brauche ich noch? Ach, hier unten war das. Hast du es schon? Nö. Ich hab meins. Soll ich, warte, da müsste meins ja direkt neben dran liegen oder so. Ich ziehe schon auf dem, gell? Soll ich? Warte. Achso, du fängst, ja. Wo hast du deins gefunden? Meins war hier. Hier war meins. Ich hab auf den Arsch geschossen. Bin ich blöd, Alter. Nö. Wo ist mein Zeug? Warst du nicht hier irgendwo? Ah, da oben. Ja, hier ist es.
So, wo ist denn der Hanni jetzt? Alles cool wieder. Ach da, okay. Ja, also den Affen kann ich jetzt nicht zähmen, ne? Wie war das? Ja, nee. Gut. Du musst quasi mit den Bären in der Hand quasi so gehen. Oh, da vorne ist ein Skorpion. Kampfmusik! Wer wird angegriffen? Na nix, wir fangen hier an mit dem Triceratops. Fuck doch nicht einfach ohne mich. So, ich habe jetzt natürlich keine Steinschleuder, das fuckt mich ein bisschen an. Lock den mal ein bisschen in die Basis, nicht von Basis. Eigentlich hätten wir ein paar Nacko-Bären vorsammeln sollen. So, ich kann eine Steinschleuder machen. Folgt er mir immer noch? Oh, halt mal, wie weit folgt denn der mir? So, jetzt draufballern. Oh, wo seid ihr jetzt hin? Ach, da vorne, ich komm! So, 16 Steine. Jetzt kommt auf mich. Wow. Jesus. Chill. Wow. Hier, komm mit auf den Stein. Oh, er kommt auf den Stein drauf. Ja, du! Folgt er mir? Okay. Geh wieder da, genau so. Alter, ich hab gar kein Leben mehr. So, gehen die Dinger kaputt, die Barrikaden? Nee, eigentlich nicht. Bis jetzt noch nicht. Okay, dann bleib ich hier stehen. Wir schießen gerade von hinten. Das ist gut, der hat sich Feuer gespannt. Oh, jetzt kommt. Oh Gott. Mutti. Wo ist er denn hin? Der rennt. Hä? Alter, komm ran! Ah, jetzt hat er langsam Schiss. Wechsel. Mit dir? Jetzt haben wir ihn! Yeah! Autsch. So, was müssen wir da reinhauen? Warte. Nacko-Bären? Nacro-Bären habt und Mejo, diese Lilan. Okay. Nacro-Bären anwenden, oder? Fernbenutzen. Nee, einfach nur reinlegen erstmal. Das hat bei mir das letzte Mal nicht funktioniert. Okay, gucken wir mal. Warte, ich sammle gerade noch Nacro-Bären. Du müsst einfach auf das Tier gehen, dann F drücken. Dann kommt er schon gleich ins Inventar von dem Vieh. Ich brauche nur E drücken. Ja, geht auch. Also Nacro-Bären und was frisst du? Mejo-Bären, diese Lilan. Okay. Und zwar. Wenn ihr näher dran geht, als dunkelbär außerhalb des Menüs, dann seht ihr ja diesen Lilan-Pfeil. Ja, und wenn der runtergeht, da bin ich schon mal auf die Nacro-Bären gegangen und hab Fernbenutzen gemacht. Genau, dann geht der Balken wieder hoch. Genau, und wenn der ganz unten ist, dann wacht er wieder auf. Und dann haben wir hier so ein schönes 10-Effekt. Effizienz. Weil je höher, der kriegt nochmal 8 Bonuslevel dazu, wenn er den gesehen hat. Also ist er dann auf Level 28. Geil. Ja, war ja bei meinem Parasaurus auch so. Da ist dann auch. Und je weniger Schaden der beim Betäubungszugang bekommt, desto höher ist der Themeneffizienz. Okay. Mit Pfeilen beispielsweise machst du weniger Schaden. Deswegen benutzt du die irgendwann später. Und je nach Futter, was der bekommt, geht die Themeneffizienz halt auch hoch. Hat auch Bombe ist. So, und in was machen wir dann mit dem? Bären sammeln. Prinzip? Nichts. Cool. Wir warten. Also wir ballern die ganzen Mejo-Bären rein. Damit nee, ich meine, wenn wir den dann, also für was wir den benutzen. Achso, wir leveln bis Level 20 hoch. Dann können wir uns einen Sattel für den machen. Und mit dem, wenn du auf hier drauf sitzt und machst Angriff auf diese Sträucher hier, dann kann er selber Bären abfarmen. Also ich hatte schon mal so einen ganz, ganz großen mit dem langen Hals und dem langen Schwanz. Ja. Oh, da kommt ein Skorpion! Scheiße! Der geht auf unseren Dino. Level 31! Scheiße! Ja, das sind Level, haben wir nicht zu sagen. Wir haben schon so viele Viecher gekillt, die schon über uns waren.
Eine Woche hat nicht. Scheiße! Ach toll, jetzt bin ich weg. Jetzt bin ich bewusstlos. Bleib mir ja weg mit dem Skorpion. Alter, ich hack da drauf wie ein Bekloppter. Ich Boah, bin toll. Bewusstlos. Das ist mein Panik. Ja. Weil mein Speer ist gerade kaputt gegangen, wo ich drauf zuschlafen wollte. Okay, mich hat's zerlegt. Ja, jetzt macht er mich kalt. Warte, ich versuche mal abzulenken. War noch unter Schicken, komm, halt mir. Wollt hier lang? Komm. Ja, weil so ist arg, wie ich es kenne und liebe. Knallhart. Total. Seid ihr schon wieder dort? Er ist noch hinter mir, er verfolgt mich noch. Er lebt immer noch. Lebt der Triceratops noch? Ich weiß es nicht. Also ich denke, naja, ich weiß nicht, inwiefern der vergiftet war jetzt von dem Skorpion. Ja, aber jetzt Feuer, sag, komm mal hier mit runter zum Ufer, komm. Dreckvieh. Habt ihr da Feuer gelegt, ne, bei dem? Da liegt meine Fackel. Vorsicht, da folgt ihm wieder. Er hat wieder ihn entdeckt. Hau ab. Ja, mich und ich hab keine Ausdauer mehr. Wo liegt denn der Trizal? Nee, der folgt mir. Nee, ich hab einen. Na, dann sind's mehrere. Ach nee, das ist eine Libelle. Wo liegt denn der scheiß Dino? Weiter oben, da wo meine Fackel liegt, weiter oben am Berg. Jetzt kommt er wieder auf mich, toll. Das ist bei mir, ich hab Hunger, prima. So. Oh, hier ist auch ein Triceratops, Level 11. Wer ist der tot, der Triceratops? Geil, und ich müsste mal was essen und ich hab nichts mehr, ich bin noch kotzen. Wo war denn der? Ach toll, jetzt hab ich auch noch einen Raptor am Arsch, Mann ey. Ich sehe nix. Ist hier schnell rein. Laufe ich überhaupt richtig? Ah, ne, den Dings hab ich zerlegt. Den Triceratops. Ne, oder? Doch. Aber ich hab die Bären eingesammelt. Besser. So, jetzt komplett schwarz. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Also müssen wir jetzt nochmal auf den losgehen. Auf 9. Ich hätte gern mein Zeug wieder, Alter. Oh Mann, die scheiß Ausdauer, es geht mir auf den Sack. So, jetzt brennt ja bestimmt meine Fackel auch nicht mehr. Ach doch. Ich kann dir zeigen, ungefähr wo du liegst. Na, da wo die Fackel an ist. Und davor noch einmal. Und der Skorpion kommt auf mich zu. Ich versuche ihn gerade mal ein bisschen wegzulocken. Kommt schon wieder was auf mich gerannt. Ja, ich versuche ihn auf mich zu ziehen. Wo ist er? Oh Gott, Alter. Der hat mir hart gegeben gerade. So, alles nehmen. Und Tschüssikowski. Also ich bin bewusstlos. Nein, jetzt ist mein Schwert noch kaputt gegangen. Greift du irgendwas anderes an? Ja, yeah, es ist tot, du Dreckvieh. Ja, yeah, kurz bevor er mich gekillt hat. Oh, ich hab ein Chitin. Chitin, ja, haben wir ja schon mal eins. Oder habe ich das irgendwann mal verloren, wo ich tot war? Also, unser Triceratops war tot jetzt, oder? Ja. Ja, unten am Strand ist einer mit Level, was habe ich gesagt, 11? Ganz vorne am Strand. Ich glaube am Strand ist es sogar am sichersten. Aber ich weiß gerade nicht, wo ich gespawnt bin. Das ist ein riesen Pronto. Ah, okay. Was?
Und dann brauche ich noch. Eieiei, Ark, du bist ein Spiel. So. Boah. So, ein paar Bären haben wir noch. Wir sammeln trotzdem mal wieder was. Wir brauchen ja auch Nakrobären. Meine lagen ja mit im Dino drin. Ja, die hab ich auch. Also, die hab ich. Aber trotzdem. Besser zu viel als zu wenig. Diesmal sollten wir gucken, dass wir zu dritt gleichzeitig angreifen. Ja, haben wir ja. Das hat ja eigentlich auch gut funktioniert. Ich hab doch einfach mal losgelegt. Was? Wo liege ich? Wo ist hier einer? Unten am Wasser? Hier liegen so viele Leichen rum, bis du ab. Nee, ich sag mal, die Einbuchtung vom Meer, ne? Ja, aber da drüben sind mehrere. Und da haben wir das Problem, wenn wir, glaube ich, einen angreifen, dass wir uns alle angreifen. Na, auf unserer Seite, ganz vorne. Wo es da vorne rechts um die Kurve geht, weißt du? Da ist eine Insel. Und so. Ach, da ist eine Insel, da ist eine Schildkröte, das war aber schon vermisst. Ah, da vorne ist einer. Überhaupt ihn. Ah, da vorne ist noch eine Leiche. Ey, da sind so viele Leichen, habt ihr die alle wirklich rausgekommen? Ah ja, okay. Habt ihr Bock? Warte kurz. Auf was? Alles einsammeln. Auf alles. Ich muss erstmal meine Leiche wieder ausplündern. Und ich würde gerne das ganze Fleisch erstmal, was ich habe, erstmal in Dings ballern. In einem Feuer. Damit wir mal ein bisschen was zum Futtern haben. Alter! Was ist denn das? Ach, Parasaurus, okay. So. Komm her. Ihr seid jetzt unten am Strand. Ah, ist ja die Fackel. Vorsicht, hier vorne ist noch so ein. Ach ja, okay. So ein Spuckevieh. Welches Level hat denn das? Das ist scheißegal, wir haben schon so viele. 65. Oh nee, Alter, das macht uns fertig. Das Level hat was zu sagen. Ja, für was sind die Level dann sonst da? Für die Basiswerte von dem Vieh. Alter, dieses Vieh. Alter, ich krieg doch die Kotze. Was denn? Ich bin tot schon wieder. Das nervt. Das ist normal in dem Spiel. Wisst ihr, wie oft ich letztens gestorben bin? Das kann man doch nicht ändern. Mensch, bleib doch ruhig. Hä, wo bin ich denn jetzt? Ja, ist ein bisschen bescheiden, wenn der direkt neben dem Bronto ist. Ich bin ja um Brontosaurus 10. Wie Stunden hast du Zeit, Christian? Keine 14 Stunden. Ja, hab ich auch hier echt keinen Bock drauf. Hast du überhaupt Zuschauer? Ne, gerade bin ich am Essen. Deswegen, danach fange ich mit dem Stream an. Boah. Wie viel Time ist it please schon gemacht? 23. Oh, bei 25 ein Cut und dann, sobald du wieder da bist. Ein Geschenk bei dir. Ey. So, wo bin ich denn gestorben? Oh, hier ist. Also, hier ist noch einer. Level. Nee, Level 11, ja. Wollen wir den hier nehmen? Alter, ich hab grad gegessen, es hat ja schon wieder Hunger. Das ist doch so zum Kotzen, ey. Ja, ich hab grad eine ordentliche große Portion Fleisch. Hast du die mit? Nee, gell? Nee, die hab ich gerade erst in ein Dings reingemacht. Ich muss nochmal zurück, da löst nichts. Die ganzen Samen essen hilft eigentlich auch recht viel. Also den hatte ich mal. Der ist Level 4, Alter. Ja, Bronto. Ja, ja, also den hatte ich mal und wenn du mit dem seinen Schwanz schlägst, Alter, da hast du mit einmal 80 Sperren einstecken oder so. Mhm. Wollen wir Aufnahmepäuschen machen und in der nächsten Aufnahme, wenn es hell ist, also es wird ja langsam hell, gehen wir das Projekt an hier, oder? Gut. Wer möchte abmoderieren? Drauf geschissen. Okay.
Also schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Dass ihr mich durch so viele Tote mit begleitet habt. Und ja, seid einfach gespannt in der nächsten Folge, wenn wir den Triceratops hier zähmen. Bis dahin, macht's gut, euer Victim of Games und der Darko Phoenix, Phoenix Darko. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Leute.